Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Entschuldigt mich, wenn ich mich ein bisschen verhasple. Das ist jetzt gerade das vierte, das ich drehe, weil ich heute sehr viel Zeit habe. Mal selten. Aber dann wird man irgendwann ein bisschen doof im Kopf. Passt aber zu dem Buch. Und zwar geht es heute um Lisa Genova. Was für eine Überleitung. Um Lisa Genovas Die Gabe der Erinnerung und die Kunst des Vergessens, wie unser Gedächtnis funktioniert. Mich reizen immer Bücher, die sich um Gedächtnis, Erinnerungen, Gehirn, Gehirnfunktionen und so weiter drehen. Ich finde das super, super spannend. Seit meiner Ausbildung zur Erzieherin hat mich das irgendwie gepackt, das Thema. Und dieses Buch war klasse. Ich möchte euch davon erzählen. Und zwar haben wir hier eine einfache Sprache, was bei so einem Thema wunderbar ist. Wir haben eine niedrigschwellige Heranführung an das Thema. Also eine sehr bildhafte, beispielhafte Erklärung von Dingen. Also jeder und jede ist in der Lage, ihr zu folgen, wenn sie hier ihre Sachen erklärt. Mega. Dann haben wir Erinnerung einfach und anschaulich erklärt. Was ist überhaupt Erinnerung? Was bedeutet Erinnerung? Was erinnern wir und was nicht? Und warum? Und ist das okay? Oder bin ich irgendwie schon dement? Das sind so Sachen, die sie erklärt. Wunderbar. Sie hat anschauliche und sehr spannende Beispiele. Das Wichtigste erwähnt sie in abgewandelter Form mehrmals. Man denkt jetzt vielleicht, sie wiederholt sich, aber im Grunde nein, weil dadurch, dass das so komplex ist und dass sie auch so viele Beispiele anführt und also man merkt, es ist ihr wirklich wichtig, dass die Lesenden verstehen, was sie sagen möchte. Und deswegen fasst sie das öfter zusammen. Und das ist ja hirnphysiologisch, macht das auch total Sinn, Lernen durch Wiederholung. Also mich hat das überhaupt nicht gestört, im Gegenteil, ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Also auch didaktisch, also wie man halt etwas vermittelt, Wissen vermittelt, sehr, sehr, sehr gut. Sie ist übrigens Neurowissenschaftlerin, also deswegen kann sie das vermutlich auch so gut. Sie hat in Harvard studiert, Neurobiologin und Bestsellerautorin, genau, nicht Neurobiologin, ist ja im Grunde auch eine Neurowissenschaftlerin. Weiter zum Buch. Warum Pessimisten das Positive nicht sehen können. Das Kapitel fand ich klasse, das kann ich euch auch empfehlen, das war mega. Also sie schreibt auch mit einem gewissen Humor, mir hat es wirklich sehr, sehr gefallen. Dann haben wir eine Anleitung zum Glücklichsein, halt auf hirnphysiologischer Sicht. Fand ich auch sehr gelungen, überhaupt nicht kitschig, gar nicht abgeschmackt. Nein, war wirklich sehr, sehr toll und auch sehr schlüssig. Dann hebt sie hervor, dass das Bewusstsein der Schlüssel zur Erinnerung ist und welche Rolle das Bewusstsein spielt bei Erinnerungen und auch bei Vergessen. Das ist so ein Schlüssel, Aspekt in diesem Buch, der einfach ganz wichtig ist, um den Rest irgendwie zu verstehen. Und deswegen, also sie hat das ganz toll erklärt, es war wirklich wunderbar zu verstehen. Sie erklärt natürlich auch, wie das Gehirn funktioniert, beziehungsweise das Gedächtnis. Und zwar erklärt sie drei Arten des Gedächtnisses. Interessant fand ich auch das Muskelgedächtnis. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Fand ich aber wirklich spannend. Und das semantische und das episodische Gedächtnis erklärt sie dann halt auch. Semantisch ist, also Semantik ist die Bedeutung von etwas. Und episodisch ist klar Langzeit, ne? Also über eine Episode an Zeit, an Dauer. Was auch cool ist, ist das Kapitel, wie man am effektivsten für Prüfungen lernt. Also ihr seht schon, das, was mich so begeistert in diesem Buch ist, ist, dass es unglaublich nah am Leben ist. Man hat wirklich was davon, wenn man es liest. Es ist nicht irgendein Wolkenkuckucksheim, wo sie ihre Theorien irgendwie aufpusht oder so. Nein, es ist wirklich ganz, ganz nah am Leben. Es ist total pragmatisch. Sie gibt einem wirklich was an die Hand. Und jede und jeder hat die Chance, wenn er das liest oder sie das liest, das zu begreifen und da wirklich auch einen Mehrwert von zu haben. Was für mich persönlich interessant war, ist, warum hat man kaum frühkindliche Erinnerungen? Die wenigsten Menschen erinnern ihre Kindergartenzeit und noch weniger bis niemand, was davor war. Also Erinnerung hat halt ein bestimmtes Zeitfenster, ab dem sie beginnt, bewusste Erinnerung, und leider auch eins, ab dem sie endet, in einem gewissen Maße. Und das erklärt sie auch wunderbar. Auch ein super spannendes Kapitel, falsche Erinnerung und Suggestion, also kann mir jemand einreden, ich hätte was erlebt, was ich gar nicht erlebt habe. Und da hat sie Beispiele aus Studien, die sind so spannend gewesen. Ich fand das so klasse. Ich habe auch meinen Freundinnen von diesem Buch ständig erzählt, weil ich das so interessant fand. Wo es wirklich Fälle gab, wo man Menschen was einreden konnte und die haben Stein und Bein darauf geschworen, dass sie das erinnern, faktisch erinnern. Und das ist aber nicht der Fall gewesen. Und warum das möglich ist und wie das möglich ist, das erklärt sie hier.
Dann erklärt sie, was prospektive Erinnerungen sind. Beispiel To-Dos. Ne, was muss ich noch tun? Sie erklärt die Ebbinghausche Vergessenskurve. Die kannte ich auch noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich die heute wieder so erklären könnte. Aber ich fand es spannend, als ich es gelesen habe. Und was ich wirklich besonders interessant fand, war das Kapitel über posttraumatische Belastungsstörung und was es da mit dem Vergessen und dem Erinnern auf sich hat. Also, posttraumatische Belastungsstörung, super spannend gewesen. Das Alzheimer-Kapitel habe ich auch gelesen, da ist sie auch Spezialistin drin. Sie hat vorher ein Buch geschrieben, da ging es, glaube ich, nur um Alzheimer oder Demenz. Das erklärt sie auch ganz toll. Und was sie halt auch immer wieder macht in dem Buch, sie nimmt einem die Sorge. Sie sagt also, können Sie sich an das und das erinnern? Man hat hier so kleine Tests drin, wo man so, also sie druckt dann was ab und man kann halt gucken, was man erinnert oder sieht. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann schreibt sie halt auch wirklich sowas wie, keine Sorge, ist völlig normal. Sie erklärt auch, ab wann etwas Demenz ist und ab wann es einfach völlig normales Alltagsvergessen ist. Und das finde ich ist super wichtig, einfach auch im Kontakt mit seinen eigenen älteren Verwandten, dass man nicht so schnell damit bei der Hand ist, jemandem zu unterstellen, er oder sie wäre jetzt dement, sondern dass man einfach ein Verständnis davon hat, warum einfach jetzt vermehrt Dinge vergessen oder anders erinnert werden. Und das, ja, das fand ich toll. Das hilft einfach auch bei der wertschätzenden Betrachtung meiner Mitmenschen. Ja, ich kann dieses Buch nur loben. Ich fand es mega. Ich finde, das gehört in jeden Bücherschrank. Ich fand es unglaublich toll umgesetzt, super interessant geschrieben. Top Buch. 5 Sterne kann ich absolut empfehlen. Lasst mir gerne da, ob ihr es vielleicht schon gelesen habt. Ich habe es jetzt leider schon viele Monate hier liegen, weil ich so lange gebraucht habe, neben den ganzen anderen Sachen meine Bücher zu lesen und jetzt auch die Videos zu drehen. Aber lasst mir gerne da, ob ihr es gelesen habt und wie ihr es fandet oder ob ihr es noch lesen wollt oder ob ihr vielleicht vergessen habt, es zu lesen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.